In einem meiner letzten Videos habe ich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass man günstig eine Top-Level-Domain bei do.de bekommen kann und damit FlexDNS nutzen kann. FlexDNS ist ein dynamischer DNS-Dienst, also war mal bekannt unter DynDNS. Und das geht auch mit mehreren Unterbenutzern sozusagen. Man kann also da mehrere Geräte, mehrere Personen bei diesem DynDNS-Dienst oder FlexDNS-Dienst anschließen. Die DE-Domain, die ich mir jetzt kaufe, die wird mir do.de freundlicherweise danach erstatten. Die ist jetzt nur zur Demo für in diesem Video gedacht. So, was muss ich also machen? Ich bin hier auf der Startseite, habe natürlich noch kein Kunden-Login. Ich will ja nur eine Domain kaufen jetzt erstmal. Ich gehe also hier oben auf Domains, klicke einmal drauf und dann kann ich mal hier zum Beispiel usefulwit.de eingeben. Hier sagt er sogar, die ist noch frei, die hat mal mir gehört, die gehört mir jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich sie mir ja wiederholen sozusagen. Und jetzt bekomme ich angezeigt, was die kostet. Ich habe einen Einrichtungspreis und habe monatliche Kosten. Und die monatlichen Kosten, 39 Cent mal 12, sind die 4,68 Euro. Darauf kommen dann noch einmal die 1,49. Die habe ich aber nur einmal zu bestellen. Und das ist, wie gesagt, eine günstige Möglichkeit, so einen Dienst zu nutzen. Zum Vergleich, NoIP will für den Premium-Service $25 im Jahr. Und da sind die 5 Euro doch, finde ich, ganz günstig. So, dann machen wir mal weiter. Hier jetzt bestellen angehakt, dann gehe ich hier auf weiter. So, hier Webspace will ich keinen, kann man machen, ist ja auch hier nicht besonders teuer. Aber ich will jetzt echt wirklich nur die Domain und will die auch nur mit FlexDNS nutzen. Also habe jetzt hier usefulwit.de und ich bin ja jetzt erstmal hier ein Neukunde, zumindest in diesem Video jetzt. So, und jetzt muss ich hier meine ganzen Daten angeben. Die gebe ich jetzt mal hier zwar richtig an, blende die euch aber aus. Habe ich dann die Daten angegeben, kann ich auswählen, ob ich per SEPA zahlen möchte oder per Vorkasse. Ich nehme da eigentlich immer Lastschrift, denn da hat man die Möglichkeit zurückzubuchen, im schlimmsten Fall, wenn irgendwas schief geht. Und der Anbieter muss sich dann quasi um den Rest kümmern. Also ich nehme immer Lastschrift, ist meine Lieblingszahlungsweise. Auch die IBAN blende ich euch jetzt erstmal natürlich aus. Ihr kriegt eure schon eingetippt ohne mich. So, hier unten heißt es jetzt Häkchen setzen. Solltet ihr natürlich durchlesen. Und ja, Gutscheincode habe ich jetzt erstmal keinen. Hier unten wird jetzt meine IP-Adresse gespeichert. Ja, könnt ihr gerne machen. Und dann sage ich einmal kostenpflichtig bestellen. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr es vielleicht gesehen. Ich gehe mal ein Stück runter. Hier unten steht jetzt Vorkasse bei Erstbestellung. Ich bin darüber informiert, dass zur Aktivierung meines Kundenkontos vorab eine Initialzahlung des Gesamtbetrags oben geleistet werden muss. Erst nach Eingang der Zahlung werden meine oben aufgeführten Domains bei der Vergabestelle für mich beantragt. Das hake ich jetzt auch einmal an. Vorkasse klingt jetzt erstmal gruselig, weil das dauert ja nochmal einen Tag. Aber das sehen wir gleich. Also angehakt und weiter geht's. So, das hat jetzt funktioniert und jetzt kommt die Vorkassengeschichte. Das solltet ihr meiner Meinung nach nicht über diese Fort AG tun, denn da gebt ihr einem Dritten eure Login-Daten für euer Online-Banking. Das solltet ihr entweder per Überweisung tun, da wartet mal einen Tag. Man kann es per PayPal tun. Mein Liebling ist hier die Kreditkarte, also zahle ich den Betrag vorab. Die 6,17 Euro, die hatte ich euch ja vorhin rausgerechnet, das ist die Laufzeit plus die 1,49 Euro, glaube ich, waren es, für die Ersteinrichtung. Ich klicke also hier auf Jetzt zahlen und dann geht es hier weiter zu meinem Kreditkarten-Gateway. Ab da lasse ich euch wieder allein, Kartennummer eintragen, Ablaufdatum eintragen, Prüfnummer und dann kann man bezahlen. So, hier steht jetzt schon mal, Guthaben wurde erfolgreich aufgeladen. Das kann jetzt etwas dauern. In der Zwischenzeit gehen wir mal auf Service und Hilfe und Wiki und Bedienung ist, glaube ich, hier das Richtige. Und hier unten sehen wir bei Domains schon mal einen Eintrag und hier gibt es FlexDNS-Einrichtung. Mir fehlt ein bisschen was hier, deshalb mache ich auch im Grunde das Video, aber grob halten wir uns an diese Anleitung. Was muss man also machen? Das sieht man hier auf dem Screenshot ganz klar. Also erstmal fangen wir an, Domain muss auf irgendeine IP weitergeleitet werden. Ja, da kann man erstmal irgendwas eintragen, ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Man kann zum Beispiel die aktuelle, die man hat, eintragen. Die finde ich zum Beispiel raus auf wieistmeineip.de. Kopiere mir die hier raus und jetzt gehe ich einfach mal in meinen Kundencenter und werde das genauso hier eintragen. Dazu gehe ich hier auf Domain Portfolio, da sehe ich, dass usefulwit.de jetzt erstmal mir gehört, da klicke ich drauf. Hier steht jetzt IP und ja, da kann ich die jetzt eintragen. Wir speichern jetzt mal ab. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, was wir jetzt aber hier sehen, die Subdomains sind uns jetzt quasi weggenommen worden. Ja, nicht schlimm, wir gehen jetzt erstmal auf DNS-Zonen und Details und hier sehen wir schon ein paar Einträge. Aber jetzt gehen wir mal zurück auf den Wiki-Eintrag. Das Wiki sagt uns jetzt, wie es weitergeht. Dazu schauen wir hier bei DNS der Domain anpassen.
Dort gehen wir dann in die Domain-Einstellungen und tragen im Grunde diese Daten hier ein. Ich wechsle mal zurück. Genau, bin jetzt hier in den DNS-Zonendetails, also hier oben auf Domain-Portfolio, DNS-Zonendetails. Und jetzt wird einfach die Domain mit einer Wildcard vorne dran, mit einem Stern eingegeben. Zeitlimit sind die 900 Sekunden. Typ ist CNAME. Priorität ist 0. Und der Wert ist die Domain selbst. Sollte dann so aussehen. Prüfen wir nochmal im Wiki nach, ob das so stimmt. Also mit Wildcard, 900 Sekunden CNAME, Priorität 0 und ja, passt alles. So, jetzt geht's weiter. DNS-Domain anpassen, genau das waren wir gerade. Entfernen Sie nun alle markierten DNS-Einträge und speichern Sie. Okay, also wir entfernen die Mail und die andere Wildcard-Domain mit dem Typ A. So, hier, das nehmen wir zur Kenntnis. Die Mail ist die hier und die andere Wildcard-Domain ist ganz oben die. Auch mit Typ A und dann haben wir halt nur noch die hier. Genau, also hier löschen, anhaken, einmal auf Speichern und wir nehmen es auch wieder zur Kenntnis. Und jetzt haben wir nur noch die drei Einträge hier. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Jetzt will ich Domains hinzufügen und will auch Subdomains hinzufügen. Das heißt also keine Subdomains in dem eigentlichen Sinne, aber irgendwie doch. Also, was möchte ich machen? Ich möchte jetzt da zum Beispiel 5 Unterdomains anlegen mit 5 verschiedenen dünn-DNS-Nutzern, die dort eine verschiedene IP hinmelden können. Das geht auch. Das ist im Wiki nicht so richtig beschrieben, hat bei mir aber sehr gut funktioniert. Ich nehme jetzt, überlege mir jetzt einmal einen Namen. Der Name wäre dann zum Beispiel dünn-DNS.usefulwit.de. Ich kann mir da statt diesem dünnen DNS alles Mögliche hinschreiben. Das ist eurer Fantasie entlassen oder ihr schlagt einmal mit dem Kopf auf die Tastatur. Da gibt es keine Beschränkungen. Also ja gut, halt Buchstaben sollten sein, was halt in der Domain vorkommen kann und Zahlen. Und beim Zeitlimit stelle ich dann wieder die 900 Sekunden an. Typ lasse ich auf A und Priorität ist 0. Und jetzt muss hier eine IP-Adresse eingegeben werden. Ich gebe jetzt mal die ein, die auch schon da unten steht, damit wir dann am Ende sehen, ob das Wechseln der IP-Adresse auch so klappt. So. Das kann ich jetzt einfach hinzufügen, wieder zur Kenntnis nehmen. Ja, und jetzt sehe ich hier unten die Domain mit der gleichen IP. Jetzt gehe ich hier oben auf FlexDNS und sage hier einfach mal bestellen. Jetzt ist noch gar kein User da, also hier ist noch alles leer. Ich klicke auf bestellen, bla 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 bla. Ja, natürlich durchlesen meine ich und kostenfrei bestellen. So, und zack, habe ich einen Benutzer. Schade finde ich hier, dass man keine weiteren automatisch hinzufügen kann. Das geht dann über Ticket. Aber jetzt habe ich hier erstmal einen Benutzer. Jetzt ist ja die spannende Frage, auf welche Domain soll der gehen? Deshalb, so, wie ging das nochmal? Das war, glaube ich, hier unten auf das Zahnrad bei meiner usefulwit.de-Domain. Hier finde ich jetzt den Namen, den ich hinzugefügt habe. Und ich könnte jetzt sagen, entweder ich tue den da dazu oder hier dazu. Also, entweder oder. Genau, jetzt gehe ich auf Speichern. Und jetzt ist der hier hinzugefügt. Sieht man jetzt hier nochmal, wenn ich jetzt mehrere Unterbenutzer haben will, eröffne ich einfach ein Ticket und bitte da freundlich drum. Das mache ich jetzt auch gleich, gehe hier auf Tickets, neue Supportanfrage, so dünn DNS. So, haben wir das einmal abgesendet, gehen nochmal zu FlexDNS. Ja, und hier ist die Update-URL, auch das finde ich irgendwie komisch, weil die stimmt eigentlich gar nicht. Naja, wir gucken dann mal weiter. Was will ich jetzt machen? Jetzt habe ich einen Nutzer, habe eine Domain. Jetzt kann ich losgehen, in mein Gerät gehen, das eben dünn DNS beherrscht. Zum Beispiel der Router. Mein Gerät, das dünn DNS beherrscht, ist die Fritzbox. Und das Erste, was ich mache, ich muss hier dünn DNS mal anhaken, dass es benutzt wird. Hier aus der Liste wähle ich Benutzer definiert aus. Und jetzt kann ich einfach hier diese Update-URL eintragen. Die findet man auch im Wiki und die muss genauso eingetragen werden. Also hier nichts ersetzen und auch hier nichts weglassen. Genau so bleibt die drin. So, Domainname, naja, was haben wir denn gesagt vorhin? dünn-dns.usefulwit.de. So, und Benutzername und Passwort, den kopiere ich mir jetzt hier einfach raus. Das ist der Benutzer. Und das ist das Passwort. Kann ich jetzt hier einfach eintragen. Ich klicke auf Übernehmen. Und jetzt sind wir hier zurück im Domain-Portfolio. Hier unten ist wieder meine Domain. Man sieht hier noch die Uhr, dass das noch ein bisschen dauern könnte mit dem IP-Wechsel, spätestens nach 24 Stunden. Ich klicke mal drauf. Ja, hier steht es schon. Und jetzt gehe ich wieder auf die Zonendetails. Und hier sehe ich schon, hat sich meine IP tatsächlich geändert. Wir erinnern uns, wir hatten einfach die von usefulwit.de genommen, die auf 171 endet.
Ja, damit hat das Ganze jetzt erstmal funktioniert. Das kann bei euch allerdings ein bisschen dauern. Ich habe jetzt auch klar gerade schneiden müssen, also nicht wundern. Dieses Domain anmelden hier, das hat jetzt bei mir ein paar Minütchen gedauert, bis die IP hier richtig stand. So, und ja, möchte ich jetzt mehr Domains hier hinzufügen, dann kopieren wir das jetzt einfach der Einfachkeit halber einfach mal. Ja, dünndns1 kann ich das dann zum Beispiel nennen. Hier wieder 15 Minuten, Typ A, Priorität 0. Und ja, als Wert, das ist jetzt ein bisschen verwirrend am Anfang, aber da kann man einfach irgendeine IP eintragen, am besten die schon unten steht. Macht man nichts falsch. Und dann kann man auch überprüfen, ob er sie dann mit dünndns gewechselt hat. Jetzt kann ich das hier hinzufügen. Und ja, jetzt steht die auch erstmal da unten drin mit der 1, mit der quasi falschen IP in Anführungszeichen. Und der neuen Domain hier, oder was heißt neuen Domain, dieser neuen Unterdomäne, kann ich jetzt auch einen anderen FlexDNS-Benutzer zuweisen. Ich habe jetzt auch ein bisschen geschummelt, ich habe mittlerweile nämlich mal geschnitten. Hier seht ihr nämlich, dass das Ticket mittlerweile beantwortet wurde, geht übrigens bei dem Provider super schnell. Und dort sind jetzt ein paar mehr dünndns-Benutzer. Das heißt, ich gehe jetzt hier unten auf das Zahnrädchen. Und hier sehe ich jetzt dünndns1 zum Beispiel und jetzt kann ich hier einfach verschiedene Benutzer zuweisen, also halt da die 38, da die 39 zum Beispiel und speichere das jetzt und die Benutzername und Passwort kann ich dann immer hier bei im FlexDNS sehen. Also hier habe ich jetzt die 38 und die 39, habe da verschiedene Benutzer und Passwörter und die muss ich dann eben in die Fritzbox eintragen und dementsprechend wird halt diese Domain dann aktualisiert. Ja. Diese beiden sieht man hier auch immer, welche Domain dann zugeordnet ist. Und ja, wie das in der Fritzbox geht, habe ich ja vorhin gezeigt. Das geht dann natürlich analog zu diesen neuen Benutzern genauso. Am Ende jetzt noch ein paar Takte dazu, warum ich mich entschieden habe für einen Bezahldienstleister. Der Grund ist ganz simpel. Erstens, Domain Offensive ist ziemlich günstig mit 5 Euro im Jahr für so eine DE-Domain. Der Vorteil ist halt einfach, ich habe einen Vertrag mit denen. Die sind also verpflichtet, diese Leistung mir gegenüber jetzt zu erbringen. Wenn ich beim kostenlosen Anbieter bin, der kann morgen zumachen oder kann seine Vertragsbedingungen ändern. Wie ja zum Beispiel bei dünn.com auch passiert, der ist von Oracle übernommen worden, die haben glaube ich auch 2014 sowieso den kostenlosen Dienst eingestellt und solche Sachen möchte ich eben umgehen, weil sobald sich meine Adresse ändert, muss ich halt gucken, wie ich den dünn.dns neu konfiguriere und da ist mein Stundenlohn quasi kein Vergleich zu den 5 Euro im Jahr, die ich jetzt zahle und kontinuierlich halt einen verlässlichen Vertragspartner an meiner Seite habe.